Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute wird gebacken, aber es soll was Herzhaftes werden, also herzhafte Cracker. Ja, die man so als Snack anbieten kann. Und die bekommen aber auch noch so ein nettes Süßchen, Käsesüßchen dazu. Ich bekomme morgen Gäste und dafür wollte ich das dann machen, so wenn wir dann Wein trinken. Ja, dazu dann diese Cracker und mit der Soße. Ja, ich fange jetzt erstmal mit den Crackern an. Ich sage gleich, das ist ein Rezept von der Zeitschrift Zaubertopf, die aber auch einen Blog haben, wo viele Rezepte auch im Internet sind. Ich werde es natürlich unten verlinken. Ja, also 150 Gramm Zucchini, damit fangen wir jetzt erstmal an. Also wer keinen Thermomix hat, braucht gar kein Thema, der reibt sich jetzt einfach die Zucchini. Für mich ist es natürlich jetzt um einiges einfacher. Die werden jetzt 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Das ging wirklich schnell. Also die Zucchini war ungefähr 150 Gramm. Ich hatte eine größere und da habe ich, ja, die benutze ich morgen den Rest noch. Und da kommt dann ein halber Teelöffel Salz dabei, damit die das Wasser abgeben. Und das wird nämlich dann gleich ausgedrückt. Aber jetzt soll das erstmal 5 Minuten so stehen bleiben, damit ja, das Wasser ziehen kann. Die 5 Minuten sind jetzt rum und ja, das ist jetzt schon ein bisschen nasser geworden. Oh, das packe ich mir jetzt in ein Sieb und das wird dann schön ausgedrückt, dass dann auch wirklich dieses ganze Nasse da raus ist, weil das würde es ja, aber das ist ja immer bei der Zucchini oder auch bei Gurken. Wenn ich jetzt mittlerweile Tzatziki mache, dann mache ich das auch immer so, dass ich die Gurken vorher erst salze und dann das überschüssige Wasser raus. Sonst ist das immer so. Also dadurch wird es viel cremiger und nicht so suppig. Ne? Also ich liebe ja suppig, aber nicht Tzatziki. Also man sieht, wie viel da jetzt an Wasser rauskommt. Und während das nämlich noch abtropft, sollen jetzt 20 Gramm Butter, ja, geschmolzen werden. Und zwar für 1 Minute. Auf 70 Grad und Stufe 1. So, und die abgetropften Zucchini, also die sind jetzt wirklich, also ich habe die schon so gedrückt, also da darf jetzt wirklich nicht mehr viel Wasser drin sein. Also ich hoffe fast gar nicht mehr. Und das wird für 3 Minuten auf 100 Grad und Stufe, also ich mache mal anderthalb. Wird das jetzt erstmal gedünstet. Die 3 Minuten sind rum und da kommt jetzt noch mal 1/4 Teelöffel Salz dabei und eine gute Prise Pfeffer. Also da bin ich schon auch ein bisschen großzügiger. Und da ich wie immer das natürlich gerne oben immer auf das Messer drauf schmeiße, das erstmal noch mal runtergeschoben. Und die Masse wird jetzt 20 Sekunden auf Stufe 6 püriert. Ja, das wird jetzt erstmal, also das ist wirklich richtig schön klein geworden und das schiebe ich jetzt erstmal alles nochmal runter. Und jetzt kommen hinzu 200 Gramm Mehl, das ganz normale 405er Mehl ist das. Und 150 Gramm Butter. Die habe ich jetzt, also die ist jetzt nicht so richtig weich, aber ist jetzt auch nicht gerade aus dem Kühlschrank, also die lag jetzt hier ein bisschen, aber ja. Hätte ich dran gedacht, hätte ich sie, glaube ich, ein bisschen früher rausgenommen. Und 200 Gramm frisch geriebenen Edamer. Ja, also da muss ich sagen, ich habe hier noch diesen geriebenen und den. Der ist aber sogar mild und nussig. Also steht zumindest auf der Verpackung. Ja, also ansonsten würdet ihr den jetzt, hättet ihr ihn vorher gerieben oder man kann ihn ja auch ganz normal mit der Hand reiben. Und ja. Das kommt alles dabei. Und das wird jetzt für 2 Minuten auf der Teigknetstufe verrührt. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem, was ich neulich schon mal hatte, dass nämlich Teigknetstufe nicht geht, wenn man 60 Grad, also es muss unter 60 Grad sein. Deswegen muss ich jetzt noch einen Augenblick warten. Das ist jetzt noch zu heiß, aber das wird jetzt nur ein paar Minuten dauern und dann geht es hier weiter.
Also es hat jetzt vielleicht 5 Minuten gedauert. Jetzt probieren wir es nochmal. 2 Minuten auf der Teigknetstufe und Start. Und jetzt macht das, also wie gesagt, er war vorher noch zu warm. So, das ist fertig. Also das ist ein, ja, etwas grünlich anmutender Teig. Ich packe jetzt hier den Thermomix erstmal weg, um hier Fläche zu haben, um das jetzt auszurollen. Und ihr könntet jetzt schon den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Ich mache das jetzt nicht, weil der Backofen ist dann immer so laut im Hintergrund. Das will ich euch nicht antun. Und deswegen werde ich dann halt gleich erst die Backen, die ich hier fertig bin. So, der Batzen. Also der ist schon ziemlich nass, aber nicht klebrig. Deswegen, also ich mache jetzt noch mal ein bisschen Mehl drüber und ja, da steht ausrollen, wobei ich sagen muss, ach, ich glaube, rollen braucht man da gar nicht viel. Der ist so weich, da braucht man wirklich nicht. Das kann man einfach mit den Händen so sich flach drücken. Ich hatte nämlich schon die Befürchtung, dass das wie so ein Mürbteig wird und das ist ja immer anstrengend. Ja, ja. Ich gehe noch mal ein bisschen jetzt hier rüber. Denn es soll dünn ausgerollt werden, steht in dem Rezept. Ja, also, aber da braucht man gar keine Kraft aufwenden, das geht wirklich ganz, ganz einfach. Aber ich glaube, es ist schon wirklich wichtig, dass man da die Arbeitsfläche bemehlt. Ich mache mir jetzt erstmal wirklich ein Rechteck, damit ich das auch halbwegs in der Form dann zuschneiden kann, wie es vorgegeben ist. Das rolle ich dann natürlich gleich nochmal aus. Ja, also ungefähr 6 x 6 cm. Ja, jetzt komme ich wieder hier mit meinem vernickelten Augenmaß. Ja, ich mache mal, wie ich meine und wie es so auch am besten hinkommt. Also erstmal in Quadrate und dann einfach nochmal quer durch die Quadrate. Dass es dann nämlich Dreieck werden. Wobei ich aber auch zugeben muss, dass Geometrie niemals mein Lieblingsfach war. Ja, also die Hälfte ungefähr habe ich jetzt nochmal, das wird hier gleich nochmal ausgerollt. Und jetzt soll man ein Backblech halt mit Backpapier oder Backfolie auslegen. Ich habe ja hier meinen Stein, den benutze ich und deswegen, ja, da werde ich jetzt auch nichts irgendwie auslegen. Ja. Und dann kommen jetzt die Dreiecke, also sie sind wirklich richtig schön dünn. Es soll wohl für zwei Bleche dann sein. Und ich denke auch, dass man die ziemlich nah beieinander legen kann, weil eigentlich dürften die jetzt auch gar nicht mehr aufgehen. Da ist ja kein Backpulver oder irgendwas drin, deswegen, also ich glaube, die Größe verändern die jetzt nicht großartig. Trotz kläglichster Tetris-Versuche, nein, ich war wirklich auch nicht gut da drin, habe ich es nicht geschafft, auf 2 Bleche oder 2 Steine zu bekommen. Vielleicht habe ich es wirklich zu dünn ausgerollt. Ja, der Ofen wird jetzt vorgeheizt auf 200 Grad. Also ihr hättet das jetzt sicherlich früher schon machen können. Und dann kommen die auf mittlerer Schiene für 10 Minuten ungefähr im Backofen. Das werde ich dann gleich erledigen. Ihr werdet es natürlich aber sehen. Und ich fange mich jetzt erstmal mit dem Dip an. Bei mir geht es jetzt also weiter mit dem Dip. Da steht 6 bis 8 Stängel Petersilie. Ja, habe ich jetzt auch mal so Pi mal Auge genommen. Ach, und das muss ich mir noch dazu sagen. Eigentlich hätte jetzt der Bergkäse erstmal zerkleinert werden sollen. Ich habe mir den aber schon 100 Gramm habe ich mir auf der Reibe gerieben. Also deswegen, bei mir entfällt der Schritt. Da habe ich mit richtig Muskelkraft war ich da dran. Ja. Also dafür brauchte ich den Thermomix jetzt nicht. Das wird jetzt für 3 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinert. So. Erstmal wieder alles runterschieben. Ja, da sieht man natürlich kaum was von. Dann kommt hinzu 200 Gramm Frischkäse. Dann 100 Gramm Creme Fraiche. Und dann nur noch die Gewürze und zwar einen halben Teelöffel Salz und 2 Prisen
Pfeffer, was auch immer, zwei Prisen. Also da mache ich schon einen ordentlichen Schwupps jetzt hier mal rein. Und jetzt wird das nämlich das Rezept ungenau. Also zumindest auf dem Blog, wenn ich mal darauf hinweisen darf. Es steht nicht mehr da, was mit dem Bergkäse passiert. Aber ich denke mir jetzt mal, ich kann mir jetzt eigentlich nur vorstellen, dass der jetzt noch da reinkommt. Weil eigentlich wären ja die Cracker jetzt schon im Backofen. Also die können da jetzt eigentlich gar nicht mehr auftauchen. Das wird jetzt nochmal für 10 Sekunden auf Linkslauf und Stufe 4 vermengt. Also schön vermengt. Und das fülle ich mir jetzt in, ja, ich nehme ja immer, also ich habe ja immer von Ikea diese Glasdosen, mit denen ich ja sehr zufrieden bin. Und da fülle ich mir die ab. Und dann kommt das nämlich in den Kühlschrank. Aber ich werde natürlich gleich noch mit euch das probieren. Aber ja, in dem Rezept steht halt, das will ich schon mal vorab sagen, bevor ich das nämlich hinterher vergesse, dass es ein paar Tage haltbar ist. Also man sollte es schon ziemlich schnell verzehren. Also bei mir ist es jetzt für morgen, deswegen ist es okay. Also die Kekse kommen dann in die Keksdose und der Dip kommt natürlich in den Kühlschrank. Und es ist halt wirklich nicht so lange haltbar. Also jetzt nicht so wie Weihnachtskekse, aber klar, da sind die, da ist der Käse drin. Und also das, also in den Kühlschrank kann man ja jetzt diese Kekse auch nicht packen. Ja, das, da würden die ja total latschig. Aber es sind halt so viele frische Produkte da drin, die sich jetzt halt nicht so lange halten. Ja, also das muss morgen aufgegessen werden. Aber ich fülle mir das jetzt erstmal ab. Und es geht jetzt weiter, dass ich meine Kekse oder Cracker, nennen wir sie ja mal Cracker, jetzt in den Backofen packe. Der Backofen von der letzten Ladung, also der rauscht noch ein bisschen, der muss jetzt nochmal abkühlen. Ja, das ist schon dafür, dass man es ja auch wirklich schnell essen muss, eine gute Menge. Und jetzt will ich natürlich mit euch noch probieren, das ist, die sind noch lauwarm, also deswegen vielleicht auch noch ein bisschen zerbrechlich. Aber das ist sowieso schon so ein sehr leichter, ein sehr leichtes Gebäck, ne? Wow, also die Cracker an sich sind total lecker. Also gut, die sind bei mir jetzt noch, wie gesagt, lauwarm. Obwohl, also vielleicht werden die jetzt auch noch härter, wenn die dann ausgekühlt sind. Ansonsten würde ich sie jetzt nicht unbedingt Cracker nennen. Also da könnten sie ein bisschen härter sein. Oder man sollte sie vielleicht einfach ein bisschen länger in den Backofen tun. Ne? Aber geschmacklich super, super, super. Und dieser Dip dazu, ja, das ist auch der Hammer. Also den könnte ich mir auch so zum Grillen oder ja, beim Raclette oder so, könnte ich mir das auch total super vorstellen, so einen Dip dabei zu machen. Also weil, da ist ja wirklich nicht viel Gewürz dran, aber durch den Bergkäse, der macht das natürlich ganz schön würzig, ne? Ja, also ich werde die jetzt abkühlen lassen und morgen werden die sicherlich verputzt. Ja, aber bevor ich den Deckel drauf mache, also soll es wirklich richtig kalt sein. Ja, und ich hoffe halt, wie gesagt, wenn sie dann richtig kalt sind, also das ist zum Beispiel ein dünnerer, der ist richtig... ja, härter. Also entweder beim nächsten Mal würde ich sie, glaube ich, dann alle noch mal dünner machen oder sie ein bisschen länger backen. Weil ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich so Cracker oder ja, eher wie so Mürbeteig vielleicht eher sind jetzt. Ne? Weil die Idee an sich ist total klasse und ja, geschmacklich super. Ja, vielen Dank an den Zaubertopf. Ich werde unten das Rezept verlinken. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!